Wenn der ich kriegst du dann nochmal eine Fähigkeit. Ausgibt und ein ja, also ich kann es nämlich jetzt gleich sagen. Ich verschiebe das hier, weil ich habe eh wieder jetzt plus eins Wissen. Und dann wer ist denn der Ermittler von euch? Du, wir alle. Jeder, wir sind alle Ermittler. Achso. Ich dachte halt, ich bin die Forscherin und nee, du machst schon mit. Jeder muss einen Teil leiten. Gut, wir sind einmal rum, ne? Ja. Da bin ich jetzt als nächstes der erste Spieler. Drehen wir jetzt so alles wieder um. Jetzt könnt ihr alles wieder zurückdrehen. Wenn ich mir jetzt hier mit einem kriege ich zwei für Wissen dazu. Genau. Ihr könnt jetzt eure Marker wieder verschieben, wenn ihr möchtet. Ja, ja. Wenn ich da bin, dann... Ach nee, jetzt kommt ja nicht und die gleiche. Der Geldwurf Bewegung. Kommt jetzt wieder. Hier kommt ja du hast wieder zwei Dollar. Ja, lass mich doch erst mal würfeln, oder nicht? Ja, du musst, aber die zwei Dollar kriegst du ja so oder so. Deswegen will ich jetzt hier... Erst die zwei Dollar, dann wird gewürfelt. Ich dachte, das Geld wird mir auch wieder abgelost. Ich behalte mein darfst es behalten. Jetzt kann ich mir das andere Buch auch mal lassen. Wieder rein in den Laden. Verstehen, oder? Sind alle durch mit ihrem Unterhaltskram? Ich hab mein Wissen jetzt ein bisschen getrieben. Weil ich habe das von jedem weg. Ja, ich auch gemacht. Habe ich mehr Glück wieder. Ja. Hab ich wieder mein Glück. Okay, dann wird jetzt die nächste große Alpenkarte gezogen. Sehr passt zu der Karte, die gerade eben gezogen wurde. Picknicker in Panik. Ein unvorsichtiger Picknicker lässt zwei Monster auf dem Straßengebiet der Innenstadt los. Verdammt! Oh, genau so. Bei dir. Ja, ja, klar, ich habe auch da gepicknickt. Bist du eins der Monster, die losgelassen wurden? Nee, das wäre ja hier gewesen. Beim Picknicker hat sie auch eingeladen. Monster. Haben die gefressen. Wieso habe ich jetzt eigentlich so eine Schrift? Einmal einen Wahnsinnigen. Der ist ziemlich schwach, der gibt dir sogar einen extra Würfel. Yeah. Der ist ja. Lol, den mach ich platt, den mach ich. Und einen Dunkeldürrer. Ach, zwei. Bei dem braucht man, ja, bei dem braucht man zwei Treffer. Und hier ist die Horrorprobe. Minus eins auf die Horrorprobe und das, man verliert halt eine geistige Gesundheit, wenn man es nicht schafft. Wichtig ist noch, das die kann man auch mal eben sich erwähnen. Jetzt aber wieder alle. Ja, Moment. Gut. Man sieht hier, das ist jetzt die Horrorprobe. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Erstmal alle nach Nordstadt. Also es bedeutet minus eins auf die Probe, darunter ist ein Kreis, ein Gehirn, ein Gehirn abgebildet, das heißt ein geistiges Gesundheit würde man verlieren. Achso, okay. Dann wie man sieht, das Vieh hat eine hellblaue Umrandung, das heißt, es fliegt. Es fliegt? Wenn die sich bewegen, verhält sich das wie folgt. Die stürzen sich auf den nächsten Ermittler innerhalb von einem Bewegungsradius. Das wäre jetzt in dem Fall hier. Ist kein Ermittler in der Nähe, fliegt das Vieh zum Nachthimmel. Bewegt es sich nochmal, stürzt es sich von hier auf den nächsten Ermittler mit der niedrigsten Ausdauer. So. Alter Mann. Jetzt gucken wir erstmal die Monsterbewegung als erstes. Wir haben hier den Mond. Der Wahnsinnige hat auch einen Mond abgebildet. Das heißt, er bewegt sich in Richtung Weiß. Das ist ja der weiße nach unten, da, Oststadt. Okay, dann ein Hinweis erscheint im Haus der Wissenschaften. Der Röpfchen. Achso, ich dachte, der geht jetzt hier und greift dich an. Und ein neues Portal öffnet sich bei der unerforschten Insel. Oh. Hier. Da wollte ich hin. Jetzt ist da der Mann. Ich wollte da die neue Fotos machen. Die unerforscht ist, da kann ich und zwar zum Plateau von Leng. Das ist ein Bilder von der Insel. Da erscheint natürlich jetzt auch noch ein Monster. Das ist ja so ein minus 1, den mach ich doch platt. Einen Ghoul. Ein minus 1. Das ist bestimmt nicht magische Ghoul. Was hat er für ein Symbol? Vorne, hinten, hier so ein Sechseck. Oder nee, okay, damit bewegt er sich nicht. Der kann nicht mal laufen. Okay, von dem eigentlich. So. Vom Geschäftsviertel aus. Ja. Ein weiterer Marker kommt hier auf den großen Alten. Das heißt, wir haben noch 10 Portale, bis er erwacht. Kurz eine Frage, bewegt er sie nicht auch? Nein. Den haben schon bewegt. Der hat sich bewegt, aber das Symbol war nicht auf der Karte. Ach, was? Dann greift der jetzt Shigo an. Oder? Nee, er bewegt sich nicht. Bewegt sich ja nicht. Also nur, wenn er sich bewegt, genau. Wie so ein hast du genug angeschaltet? Reißen über der Beute. Ich denke schon, oder? Weil sonst töte ich den. Ich will fliehen. Die Rückseite ist das, was du wissen musst. Ich muss an dem ja auch noch vorbei, um... Schleichen. Kein Bock. Lass ihn mir nicht töten. Der ist viel zu stark. Okay, dann bin ich jetzt erstmal dran mit meinem Zug. Ich bin der Erste. Dann versuchen wir jetzt mal hier die Hexe... Schleiche ich vorbei oder haue ich sie um? Kau sie doch um. Darf man nicht erst versuchen zu schleichen? Ja, aber warum? Wir müssen ja, den Monster vom du musst bedenken, ach ja, stimmt. Du kannst versuchen erst zu schleichen. Ja, wenn du das Schleichen vergeigst, bekommst du sofort Kampfschaden und dann beginnt der Kampf. Also schleichst an so einem Zombie vorbei, der schlägt. Okay, ich riskier's einfach mal. Ich gehe hier rüber und muss jetzt gegen die Hexe kämpfen.
Die ist magisch resistent, das heißt, die braucht keine Horrorprobe machen. Aber ich muss erstmal meinen Zauber durchführen. Die ist magisch resistent? Ja, da fange ich direkt an mit dem Zauber. Ich habe ja nichts anderes. Der würde mir plus 6 geben, das heißt, ich würfel. Spruchmodifikator ist minus 1, das heißt, ich habe Wissen 5, also habe ich 4 Würfel. Feuer kann mir nichts, Feuerball. Das erfolgt, der Zauber hat schon mal geklappt, das heißt, ich habe jetzt plus 6 für das gesamte Gefecht. Und werde jetzt, ich habe Kampf 2, also bei ihr kriege ich nur plus 3, weil sie resistent ist, also habe ich 5, gib minus 3, ich habe 2 Würfel. Oh Gott. Ja, und wenn du jetzt eintriffst, ist er sofort tot. Ja, er hat nur einen Erfolg. Er hat nur einen Ausdauer, also reicht ein Erfolg. Ja, bei einer ist mich gerade übertragen. Ja, bei 5 und 6. Jetzt verliere ich 2 Ausdauer. Er stirbt. Das kann durchaus jetzt passieren. Ja, wie viel Herzen hast du da noch? 3. Ich kann das noch 2-mal machen. Ach, okay, weil ich hab noch 1. Es geht direkt weiter. Zack, ich verliere wieder 2. Oh mein Gott. Von Kartentricks lässt sie sich nicht abbringen. Ja. Oh. Den Hasen das kriege ich jetzt halt als Trophäe. Die Ausdauerpunkte geben übrigens auch den Wert an, was diese Trophäe wert ist. Aber du hast es eigentlich, hast du es eh ganz gut. Du kannst ja hier hingehen danach, oder? Richtig. Du kannst ja wieder heilen. Von daher ist es ja eh. Kostet aber eine komplette Runde halt, ne? Ja, oder in dem Fall, ich habe kein Geld mehr. AP oder wie? Nee, wenn du 2 Dollar zahlst, dann hast du wieder, kannst dich komplett hochheilen. Oder umsonst um einen heilen. Ich habe jetzt aber keine 2 Dollar, also kann ich mich da nicht hochheilen. Nur um einen halt. Die heilen dich nicht im Krankenhaus. Ey. Das ist USA, hallo? Geht halt wenn du kein Geld hast, ne? Ja, du brauchst ein Dividend. So. Rich Kid. Dann ist Shigo. Sind jetzt alle deine Bewegungen verbraucht? Also beendet. Nach dem Kampf ist es Ende. Also, warte mal, was ist das Vieh? Wenn du bei einer Gefechtsprobe gegen den Blabla versagst, wirst du in das nächste offene Portal gezogen. Das war schon weg. Schön! Soll ich ihn verhauen? Ich weiß nicht. Ja, aber Shigo muss ja auch was machen. Die kann durchschleichen. Die können auch stehen bleiben. Kann auch da stehen bleiben. Oder durchschleichen. Ja, aber wenn das schlecht klappt, dann gibt es richtig harte. Dann kriegst du ja sofort eine Schelle von dem Viech. Ja. In dem Falle würde sie direkt ins nächste Portal gezogen. Ja. Das wäre scheiße. Schau doch mal nach, ob die Picknicker was liegen lassen. Ja, stimmt, wenn du nicht dran vorbeischleichen kannst, dann machst du plupp und du bist im Portal. Ja, ich will gucken, ob du. Du weißt auch nicht schlecht, die müssen wir eh schließen. Ja, sie hat doch auch gar keinen Damage. Ja, und dann kommt gleich dazu, ja, dann kriegt und haut sie auch. Sie macht ja noch keinen. Wenn sie jetzt ich hab doch hier meine Tommy Gun, oder nicht? Ja, ich wollte gerade sagen, also physisch. Du hast aber keine Munition gekauft. Ja. Also ich weiß nicht, ob der Ghoul sich bedrohen lässt, wenn du keine Muni hast. Klick, klick, klick. Ich check das, glaube ich nicht, dass du eine Waffe. Also angenommen, sie werden ins Portal gezogen. Also nee, wenn sie aber eine Tommy Gun hat, schießt auf den. Dann greift der sie auch. Ein Schuss in den Flügel, der stützt ab. Ach, der redet. Komm, ich gehe auf Risiko und verhaue den allen. Du hast sie verhauen. Okay. Muss sie noch Horror. Das heißt, ja, jetzt als erstes musst du eine Horrorprobe machen. Die geht auf Wille. Oh, sie hat gar keinen Willen, das ist schlecht. 4? Ja, gut. Minus 1. Ja, das wir sehen, da können auch die Leute sehen, was du würfelst. Ja. Also 3, ne? 3 Würfel, du musst mindestens eine 5 oder 6 würfeln. Da krieg ich hin. Ja, locker. Ja. Oh, Horrorprobe hast du bestanden, jetzt kommt das Gefecht. Da hast du eben deinen Kampf plus deine Waffen. Kampf, also 7 insgesamt. Okay. Minus 2, also hast du 5 Würfel. Also ein auf zwei Erfolge Zeit. Brauchst du. 2. Das geht. Das krieg ich hin. Komm, Glückständchen hier, komm schon. Oh. Wow, das ist nämlich mal verkackt. So, das nächste Portal ist das hier. Wird sie jetzt sofort vom Ghoul angegriffen? Nein, sie wird ins Portal gesogen. Sie landet hier im Plateau von Leng. Das wäre dann, zieh mal ein bisschen runter. Dann nicht der alte Mann. Sie landet beim alten hier. Mann. Ja, nein. Da du da reingesogen wurdest, wirst du jetzt umgekippt. Du bist quasi aufgehalten. Das heißt, deine nächste Bewegungsphase richtest du dich erst auf. Ach, und erst dann darfst du rübergehen. Und dann erst, wo bin ich und dann erst kannst du raus. Na super. Und was passiert da drin? Wird man dann angegriffen? Du hast hier auch Begegnungen. Okay. Oh, und wenn du hier die Begegnung absolviert hast in der zweiten Hälfte, kommst du raus. Bist du auch ein Händler? Kann passieren, dass dir jemand. Ja, kann passieren. Dass dir jemand entgegen kommt, der dir irgendwas anbietet. Gibt's auch Picknicker? Nach 200 Jahren hätte man Kunde. Ja. Scheißplatz aus. Oder irgendwie. Da, du. So soll ich den. Ja, genau. So soll ich das hier schließen? Gold? Das ist eine gute Frage. Was macht die minus 3 nochmal hier?
Das ist, wenn du ausweichen willst, die Aufmerksamkeit. Schleichen minus 3. Ach, Schleichen minus 3. Ja, dann genau. Ist er ja voll so, aufmerksam. Was müsst ihr jetzt für den kurz ausmachen? Aufmerksamer Suche. So, ja, du musst als erstes eine Horrorprobe machen. Die ist nicht erschwert, ne? Also auf Wille. Ja. Und wenn du es schaffst, geht dein Kampf los. Du brauchst einen Erfolg, um ihn zu töten. Ja. Hast dein Gefecht minus 1. Ist der magisch immun irgendwas? Nein, er hat nur Hinterhalt. Wenn du, wenn du anfängst, gegen ihn zu kämpfen, kannst du nicht mehr fliehen. Das will ich auch nicht. Also ich geh jetzt mal hin. Okay. Dann bist du aber auch in dem Portal, ne? Ja, ja. In dem gleichen? Ja, in dem gleichen. Ist das schlecht? Kann ich das nicht direkt schließen mit meinem Hinweis? Also, es ist so, es ist deswegen gut, in Anführungszeichen, weil wenn sie hier durch ist und rauskommt und da liegt noch der Zombie, dann ist sie dann... Der Zombie, der stirbt ja jetzt. Oder gehe ich durchs Portal, während ich den Zombie angreifen wollte? Nein, ich meine, wenn du tötest ihn und danach würdest du ins Portal. Wenn du ihn nicht machst und sie kommt raus, dann hängt sie da erstmal mit dem Ghoul. Ja, das wäre schlecht für sie. Genau. Ah. Obwohl, nein, sie hat eine Tommy Gun. Du darfst das Portal aber... Ich hab schon kämpfen sehen. Wichtig ist aber, wenn es in diese Welt, wo Shiro jetzt ist, nur ein Portal in Arkham gibt und das wird geschlossen... Komme ich nicht mehr raus. Nein, dann ist derjenige, der noch drin ist, verloren in Zeit und Raum und würde eine komplette Runde hier bleiben müssen. Erst danach die Runde kommt er zurück nach Arkham, verlierst also fast 2 Runden. Aber er ist nicht mehr dasselbe. Ja. Es gibt auch große Alte, oder? Wenn ihr da gewesen wärt, wo ich war. Ich hab grad einen wichtigen Punkt vergessen, fällt mir gerade mal auf. Ja. Der große Alter. Ja, wir haben etwas Wichtiges vergessen. Solange sich Shub Niggurath in einem Schlummer wiegt, erhöht sich der Widerstandswert aller Monster um 1. Oh. Widerstandsausdauer? Widerstandswert ist die Ausdauer, genau. Das heißt, alle haben 1 HP mehr? Ja. Dann werdet ihr ja schon alle tot. Müssen wir uns also jetzt merken. Okay. So, dann lasse ich den Zombie erleben. Also, was wäre am besten? Soll ich da mit reingehen oder eher nicht, um den Zombie halt zu töten? Also, wenn sie rauskommt, da steht ein Zombie und sie kann nicht wegschleichen. Ja, aber sie kann ja kämpfen. Sie hat eine Tommy-Gun, der hat 2 HP. Der Zombie ist ja wirklich nicht. Ja, okay. Dann, also, was soll ich dann machen? Räum die Straßen leer. Kann ich, aber ich kann ja nur einen Kampf machen, richtig? Ja, richtig. Einen Kampf kannst du machen. Einen Kampf. Moment, dann kann ich ja erst, ich muss ja eh nur 2 laufen, um den zu erreichen. Dann lese ich erst wieder meine Bücher. Guck mal, was ich hier so hab. Verbrauche 2 Bewegungsmarker, dann habe ich immer noch 3 Schritte, um eine Wissensprobe minus 1 auszuführen, bei Erfolg ziehe 1 Zauber. So, das wollen wir nochmal versuchen. Ich habe Wille 4. Nee, Wissen. Wissen 2. Das plus hier. 3. Verliere 1, krieg 1, also 2 Würfel. Versuchen wir das nochmal. Du kannst das auch. Und wir lernen wieder nichts. Du kannst, halt, stopp, du kannst, jetzt noch einen davon opfern. Kriegst und 2 neue dank dieser Karte kriegst du 2 Würfel. 2 zum Preis von 1. Ja, aber das läuft mir nicht weg. Ich verliere nichts. Das ich habe ja keine AP verloren oder sonstiges. Ich meine nur, du kannst. Deswegen machen wir das jetzt so. 3 Schritte kann ich noch laufen. Kommt er auf mich zu? Nein, nein. Ja, eventuell. Das weißt du nicht. Da klingelt es an der Tür. Wenn er sich bewegt, dann greift er dich eh an, weil du am nächsten dran bist. Ja, das meinte ich auch. Das war ja eigentlich jetzt mein Plan, weil dann hätte ich nämlich nur eingehen müssen und hätte das Buch nämlich auch noch versucht. Ja, aber du weißt ja nicht, ob dieses Symbol gleich drankommt. Ja, deswegen gehe ich einfach zu ihm hin. Ja. Ja, dann will er mit mir kämpfen. Weglaufen will ich ja nicht. Jetzt habe ich ja erstmal diese Horrorprobe. Horrorprobe war... Minus 1 auf Wille. Dann habe ich jetzt noch 3. Dann nimmst du 3 Würfel. Und willst. Sei willig. Ich glaube, ich schaffe ihn nicht. Doch, oh, ist willig. So, und jetzt? Jetzt sowas von willig. Mit bekämpft. Was ist hier ein Tentakel? Ja, der hatte doch irgendwie minus 2 oder was? Ne? Heißt das hier nicht minus 2 dann? Minus 2 auf Kampf. Minus 2 Würfel. Lass nicht. Aber Kampf, Kampf habe ich hier 2, also 6 Würfel habe ich. 6 Würfel. Fehlt ein Würfel. Gibt es noch mehr Würfel? Nee. Okay, würfel ich einen doppelt. Was passiert? Er kämpft. Ah. Er ist eh schon tot. Wunderbar. Nein, noch auf da schießen. Halt, warte, der hat ja 3. Plus 1. Der hat doch plus. Stimmt. Plus 1. Der nächste. Zählt der Treffer jetzt aber schon? Und das zählt mir. Achso, sonst kriege ich Damage. Hat er dann, wenn ich jetzt nicht. Wieder voll. Du musst alles einmal schaffen. Echt? 2 musst du doch würfeln. Wieso? Hast du gesagt 6? Ja, es sind aber 5. Achso, sorry. Nein. Jetzt kannst du wieder einen Marker ausgeben, wenn du sagst, ach komm, der nächste Wurf, der wird sitzen, dann musst du nämlich keinen Schaden kassieren. Du kannst nicht jetzt einen Marker versuchen. Versteht keinen Schaden, der wird ins Portal gesogen. Kommst du mir?
Oh, dann kommst du direkt ins Portal. Ich nehme, ne, dann lässt du mich da zurück, wenn du rausgehst. Ja, und, aber dann... Ein noch. Der Würfel ist schlecht. Ich nehme den. Wir haben ja zwei Treffer. Geht niemals nach Las Vegas mit der Treffer. Oh. Du sechs. Alles klar. Ist das, kriegst du ja, dann kriegst du den als Trophäe. Aber der Trophäenpreis ist nicht drei jetzt, sondern zwei. Doch. Die sind, natürlich jetzt auch mehr wert. Oh, was sind nochmal die Trophäen? Also was kann ich da machen? Sachen kaufen? Geld kriegst du dafür, du kannst Segnungen dafür kaufen, Verbündete und so weiter. Ist deiner jetzt auch trotzdem einen mehr wert oder ist deiner dann nur ein? Weil offiziell sind sie natürlich alle jetzt einen mehr wert. Ja, aber deiner nicht, du hast ihn nur mit einem Sieg. Ja, das war ja die Frage. Nee, wir mussten ja, das ist ja also... Nee, wir bleiben hier. Ja. Segnungen zum Beispiel da unten, die kosten 5 Punkte, also 5 Trophäenpunkte. Die sind richtig gut, weil dann triffst du nämlich auf 4, 5 und 6. Oh, für immer? Ja. Nee, das ist wie mit der Dividende. Am Anfang jeder Runde würfelt, bei einer 1 verlierst du es. Ja, ich konnte mich aber ja nicht bewegen. Halt, wenn du solche 10 Punkte sammelst, kannst du halt 2 Leute segnen. Er kann sich nicht bewegen, dann darfst du jetzt. Oh, ich darf. Du bist da hinten. Da bin ich. Hier ist er. Hol dir die 2 Hinweise. Schaffst du. Da komm ich geschafft. Hin. Low. Und schon weg. Hilfe, verschnaufen. Oder waren das die da oder hin? Okay. Kann ich da was machen? Nein, dann kommen jetzt die Bedingungen. Wir schauen hier. Ja, bitte. Hier, Analyse. Statt eine Begegnung zu haben, kannst du im Austausch von Monster-Trophäen im Wert von 5 Widerstandspunkten oder einen Trophäe 2 Schmeißmarker haben. Ja, toll. Da kann man also seinen Hinweismarker geben. Zum Beispiel. Okay, dann kommen jetzt Begegnungen. Bei mir geht's los, ich habe keine Begegnung, weil ich auf der Straße stehe. Genau. Shio, du bist. Ich schlafe. Wache auf. Du hast eine Begegnung. Was ist meine Kohle? Oh Gott, ich habe Angst. Rot oder grün? Ja, ich Das ist gelb. Hoffe ich, haben wir noch blau. Moment, wieso hat sie jetzt eine Begegnung? Die ist in einem Portal. Weil sie in einem Portal ist. Ach, nee, sie bleibt liegen. Nee, ich wird nicht aufgestellt. Bist du das? Da sind wir gerade. Ja. Du bist ja gerade als erster dran. So, Plateau von Längen. Du bist darauf bedacht, den Blick des gigantischen Auges zu entgehen, das den Altar bewacht. Oha. Du kannst versuchen, eine Schleichenprobe minus 1 zu bestehen, um eine Schriftrolle vom Podium zu entwenden. Ziehe einen Zauber. Wenn du versagst, windest du dich vor Schmerzen und verlierst 3 geistige Gesundheit. Kann ich nicht. Kartoffel. Kannst du nicht schleichen? Wie geil ist so? Du musst es nicht machen, du kannst es machen. Das muss ich machen. Ich kann nicht nur einschleichen, Schrift, von daher wäre es. Ich könnte versuchen, die noch mitzunehmen. Über diesen Dämonenmonster. Aber eine Schriftrolle. So, Dalu, wo stehst du denn? Hier, ich hab auch schon. Straße, hast auch keine Begegnung. Du stehst wieder unten. Ja, genau. Die Meidenstraße. Ich finde auch diese Horrorprobe geil. Du weißt, dass wir in so einer Welt leben, erzählen das. Gesellschaft für Geschichte. Du bemerkst einen unheimlichen Mann, der dich beobachtet, wie du die Bücher durchgehst. Mit einem unguten Gefühl versuchst du, ihm zu entwischen. Führe eine Schleichenprobe minus 1 durch. Falls du bestehst, kannst du ihn abschütteln und erhältst eine geistige Gesundheit. Wenn du versagst, tritt er auf der Straße an dich heran. Er ist ein Zauberer und wirkt einen finsteren Spruch auf dich. Du fliehst, Du verlierst 2 Ausdauer und bist verflucht. Verflucht. Was heißt denn verflucht? Nur noch 6 sind Erfolge. Du triffst nur noch auf 6. Wenn ich nicht ausweichen kann. Wenn du nicht ausweichen kannst. Oder trotzdem verflucht. Nee. Wenn du ausweichen kannst, ist alles in Ordnung. Oh, Schwein gehabt. Wenn du schleichen, also du brauchst schleichen minus 1. Oh nein. Das ist ein Würfel. Aber du hast viele Marker. Das Marker. Also Fluch ist richtig fies. Nur noch auf 6 Erfolge zu haben, ist echt übel. Für immer? Wie viel hast du denn schleichen? Ein. Ein hast du noch. Also hast du einen schon abgezogen mit dem minus 1? Ja. Okay. Okay, dann warte, dann wiederhole ich es hier mit meiner Fähigkeit. Darf ich einen? Ja. Komm schon. Nein! Jetzt könntest du Marker auf. Du hast doch noch irgendwas. Du hast den Schlüssel doch da, ne? Ja, das ist für die Ausweichprobe. Achso. Und das mache ich dann auch wahrscheinlich, damit ich halt den Fluch nicht. Nee, das ist der Unterschied. Ausweichen ist, wenn du Monster ausweichst. Hier ist explizit von der Schleichenprobe die Rede. Ja, aber jetzt, wenn ich gleich fliehe. Kommt doch der. Nee. Du, wenn du jetzt vergeigst, dann fließt du automatisch quasi. Das ist jetzt nur. Okay. Du wirst verflucht und Ich würde an deiner Stelle jetzt dann hier mal so. Dann kann ich ja diese Sachen da noch reintun. Aber das war dann ja doof jetzt. Wieso das eine war umsonst? Eben. Ja, aber dann hätte ich es ja nochmal wiederholen können mit 2 Würfeln. Hä? Ich hätte ja erst einkaufen können dann.
Ja, aber der gekauft den hast du einmal, egal genau. Ob du wiederholst. Echt? Ja. Damit wiederholst du nur deinen Grundwurf. Das hätte ich da jetzt wirklich eine 5. Jetzt wurf endlich. Wurf! Oh mein Gott, es wird immer schlimmer mit dir. Was hast du denn? Jetzt pack aus, wirf die Münze rein. Komm schon, eins. Nein, jetzt muss ich noch, ich muss hier. Du musst alle! Komm schon! Ja, läuft doch. Okay, du kriegst. Läuft! Hast du bisher geistig gesund? Nee, hab ich nicht. Hast du keine verloren, dann kriegst du auch keine, gut. Krieg ich jetzt gar nichts oder was? Du bist nur für so einen scheiß Stalker oder wie? Ein Magier. Ich finde das geil, dass du halt diese Horrorbegegnung hast, obwohl alle wissen, dass in so einer Welt immer mein ganzen Zombie ist. eigentlich wissen es nur die wenigsten offiziell. Aber wir wissen es doch. Ja, klar. Wenn ich Zauber lerne, dann weiß ich doch auch, dass das so eine komische Welt ist. Komm, Jungs, wir gehen bei dem Wer ist als nächstes? Das, du hast, ne? Oh, keine Scheißbegegnung. Stehst du wo? Ich stehe da. Haus, willst du... nee, du hast gar keinen schönen Marker dafür, ne? Du hast eine Begegnung. Ich habe gar keinen Marker. Kann man das nicht genug einhalten? Kein Trophäe. Während du einem Professor bei seinen Forschungen assistierst, findest du einen wertvollen Zauberspruch. Ich bin Professor. Ziehe einen Zauber. Allerdings musst du eine Kampfprobe minus 1 bestehen oder ein neugieriger Student stiehlt dir einen Gegenstand deiner Wahl. Geh weg, Alter, ich will den Zauber. Kann ich dafür zaubern? Du bekommst den furchtbaren Fluch des Athatos. Ja, würde ihn. Aber erst muss ich würfeln, ne? Den kriegst du so oder so. Wieso? Der klaut ihm den noch sonst. Nee. Er klaut ihm dafür einen Gegenstand seiner Wahl. Oh, das ist. Während er den Zauber lernt, klaut der Student dich. Ja, wessen Wahl denn? Seiner Wahl. Er darf sich das auch so. Ach, okay. Kampfprobe minus 1. Das glaub ich nicht. Okay, das kannst du sagen. Nehmen wir das. Okay, Kampf habe ich noch einen übrig, bei minus 1 hast du. Ja, gesagt. Minus 1. Okay. Kann der überhaupt kämpfen? Wir sind voll. Komm, gib dir eine Watsche. Oh, nein. Ja, mit dem Stoff hat er sich selbst gehauen. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Der klaut mir jetzt was, ne? Ja. Mach doch hier mit denen. Ja, aber da ist er eigentlich nicht so. Nee. Hast du überhaupt eine gute Gegend? Du hast doch irgendeinen Gegenstand, den du eh nicht gebrauchen konntest. Genau, der hier war ja keine Waffe. Und wenn ich eine Waffe habe, hätte ich ihn aber gerne wieder. Tja, dann gib doch Welken ab. Wobei der kostet nichts, der ist sehr teuer. Welken kostet gar nichts. Und ihn mal verwägen, aber der ist zweihändig, der ist einhändig. Und einhändig ist geil. Ja, der gibt plus 3, der gibt plus 9. Ja. Allerdings, komm, ich gebe die Waffen scheiße ab. Okay. Weil es gibt plus 3 auf alle Gefechtsproben. Also irgendwo bin ich da ja so besser dran. Ich sammle Trophäen.